Ja, ich glaube, das Duell gegen Berlin ist immer was Besonderes gewesen. Vor allen Dingen jetzt aus meiner Sicht, da ich ja ein paar Serien schon gegen Berlin immer verloren habe, leider im Finale, also was immer doppelt schwer gewogen hat. Und deshalb glaube ich, dass zum Beispiel die Serie dann, diese Viertelfinalserie gegen Berlin, dann doch schon ein bisschen was Besonderes war, wo man dann nochmal Berlin zeigen konnten, dass wir auch nochmal eine Serie gegen die gewinnen, weil die letzten Serien sind ja dann alle leider verloren gegangen und somit war es dann auch, ich glaube, für mich auch noch ein guter persönlicher Abschied. Spiel 7 in Berlin, ja, wir waren jetzt, glaube ich, nicht so gut platziert wie die Berliner. Aber in den Playoffs ist ja wie immer, die Playoffs schreiben ja ihre eigenen Gesetze. Und da zählt dann am Ende die Platzierung dann noch weniger. Und ja, so war das dann natürlich auch beim Spiel dann gegen Berlin. Ach, Fans sind immer ein großer Rückhalt, egal wie es in der Serie steht, ob man schon 3-0 hinten ist oder ob man führt. Die peitschen einen die ganze Zeit nach vorne. Die wollen natürlich immer, dass man eine Runde weiterkommt. Und deshalb ist es immer schon schön zu sehen, wenn die Jungs oder wenn die Fans dann einen dann anfeuern und natürlich wir dann die Spiele auch gewinnen. Ich glaube, die sind erstmal ganz froh, dass sie die Serie jetzt abgeschlossen haben und jetzt sich für eine weitere Runde qualifiziert haben. Aber es geht dann halt dann relativ zügig. Die werden heute ein bisschen trainieren, werden dann in den Bus steigen. Dann geht es nach Berlin und ab morgen beginnt dann die Vorbereitung schon für das Sonntagsspiel und dann wird noch ein bisschen was gegessen, ein bisschen geschlafen und dann geht die Chose dann schon wieder weiter. Motivation, glaube ich, kommt von der Mannschaft intern an sich raus. Also die haben jetzt schon mal Ingolstadt geschlagen, waren jetzt auch die letzten Spiele wieder besser beieinander. Und ich sag mal, gegen Berlin zu spielen ist schon immer eine große Herausforderung. Und die zu besiegen ist natürlich dann immer noch eine größere Genugtuung. Also deshalb glaube ich da schon, dass die Jungs da viel eigene Motivation damit reinbringen. Ob es dann am Ende immer reichen wird, ist dann immer eine andere Frage. Also Jungs, ihr habt es jetzt wieder in euren Händen. Berlin ist ein starker Gegner, aber ihr wisst, Playoffs ist immer alles möglich. Deshalb gebt alles, weil am Ende zählt doch immer dann nur der Sieg.